Einen wunderschönen guten Morgen. Du hattest mich gerade stumm geschaltet. Ja, das mache ich immer während das mache ich immer während des Films, damit ihr da nicht reinquatscht. Dankeschön. Ja, auch einen wunderschönen Morgen an euch. Danke, dass ich wieder sprechen darf, lieber Christopher. Ist hier wie bei Trump. Ja, Trump ist ja auch unser Stichwort, die Trümpfe. Ganz genau. Sind Perfekte elegant Überleitung. übergeleitet. Die Trümpfe des Tarot sind wieder unser Thema. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Heute der Stern Nummer 17. Ganz genau. Also nicht nur der Stern Nummer 17, sondern Tarot Trumpf 17. Der Stern ist heute unser Thema. Und schön, dass ihr euch am Samstagmorgen hier mit uns versammelt. Und ich denke, lieber Christopher, wir fahren fort wie üblich. Du erzählst uns erstmal kluge Dinge über die Symbolik des Sterns. Ja, also, da bin ich so frei und fange schon mal an mit dem, wir haben ja immer am Anfang das Thema, was könnte man sich unter einem Stern allgemein vorstellen? Es klingt jetzt bei einem Stern sehr banal, ein Stern am Himmel, aber ich dachte mir, wenn wir schon das englische Wort hören, the star, dann denken wir vielleicht auch an das, was jetzt hier im Hintergrund ist, nämlich den Walk of Fame in Hollywood. Und da habe ich ganz zufällig Telisa Wallas ausgesucht. Es war aber eher etwas, weil es halt angeboten wurde. Also insofern haben wir hier den Walk of Fame, Telisa Wallas und alle vielen Sterne. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne es mittlerweile gibt dort, aber unzählige werden dort vergeben. Das ist eine der Bedeutungen, die ich mit dem Stern verbinde. Und Kirsten, du ja sicherlich auch. Ja, auf jeden Fall. Also manche Menschen sagen auch, der Stern kann auf eine Diva hinweisen. Wir haben bei dem Stern auch das Thema bis zu den Sternen greifen, vielleicht a star is born. Also eine Inspiration kann das dann natürlich auch bedeuten, aber da gehen wir später noch drauf ein. Finde ich total passend. Hier werden schon Fragen gestellt zu der Karte. Soyala fragt, ob sie dem Wassermann zugeordnet ist. Das ist richtig, Soyala. Da reden wir gleich noch drüber. Und Herzensmensch bringt schon einen Vergleich zur Mäßigkeit. Sehr guter Hinweis, Herzensmensch. Bitte schaut euch auch noch mal unser Trumpf 14 Video an, wo wir über die Mäßigkeit reden. Tatsächlich haben die beiden Karten viel miteinander zu tun. Ja, können wir ja nochmal dann im Einzelnen nochmal drauf eingehen, wenn wir uns jetzt mal die Karten anschauen. Im Vorfeld also ein paar Ideen zum Thema Star. Ich muss ganz unwillkürlich immer auch an den Spruch von Aleister Crowley denken, den wir aber vielleicht auch später nochmal sagen. Every man and every woman is a star. Das klingt natürlich jetzt so im Hintergrund mit den Hollywood-Stars. Jeder ist ein Star. Das klingt natürlich auch sehr verlockend. Ich weiß gar nicht, seit wann man Filmschauspielerinnen und Filmschauspieler als Stars bezeichnet. Ich denke, das wird schon eine relativ frühe Entwicklung gewesen sein, dass man die mit dem Stern in Verbindung bringt. Soweit ich weiß, kam das auf mit Metro Goldwyn Mayer und die ganzen großen Filmstudios, die dann auch tatsächlich so Prospekte rausgebracht haben, wo sie ihre Stars in Sterne gesetzt haben, wenn ich mich recht entsinne. Es gab ja auch so einen Slogan, ich weiß nicht, ob es Metro Goldwyn Mayer war, More Stars than in the Sky or something like Aha, that. cool. Also Ja. gibt vielleicht doch einen Zusammenhang mit der Sternenkarte. Auf jeden Fall. Mir fällt dazu immer übrigens ein, wenn du hier schon zitierst, dass wir sind alle Sternenstaub. Das gefällt mir persönlich noch ein bisschen besser in Verbindung mit dem Stern, als dass wir alle Rockstars sind. Ja, also ja. Kommt immer ganz drauf an, vor welchem Hintergrund. Du weißt ja, ich bin Löwe-Aszendent. Die Ja. Vorstellung, ich sei ein Star, ist mir in die Wiege gelegt. Also Ja, und du insofern. tust ja auch alles, um einer zu sein, So Christopher. ist es. Man muss ja seinem Image gerecht werden. Aber natürlich denken wir bei Stern auch natürlich ganz gewöhnlich an Sterne, wobei jetzt das Wort gewöhnlich und Sterne zusammen in einem Satz zu verwenden, nicht irgendwie passt, weil
Es ist natürlich, gibt es so bestimmte Sterne, die besonders hell strahlen, und es gibt Sterne, die auch mythologisch besonders aufgeladen sind. Da gehört zum Beispiel dieser Stern dazu, der hier abgebildet ist. Das könnte der Stern von Bethlehem sein. Also Sterne als Hinweise, als Zeiger, als etwas, ich richte meinen Blick nach oben in den Himmel, dort, wo die Sterne funkeln, das hat natürlich auch etwas für uns. Und gerade jetzt, wo wir in die dunklere Jahreszeit gehen und der Sternenhimmel immer dominanter wird, wir also immer mehr Sternenhimmel haben, weil einfach die Sonne früher unter und später aufgeht, dadurch haben wir mehr Nacht, mehr Möglichkeiten, Sterne zu haben. Der Wintersternenhimmel ist immer was ganz Besonderes. Und insofern passt der Stern gut, finde ich, als Karte auch in die dunkle Jahreszeit, weil er so einen Kontrast bildet, der helle Sternenhimmel. Ich denke mal daran, ja, sag du. Weiter. Ich wollte nur sagen, ich denke immer daran, dass wir normalerweise den Sternenhimmel in der Sommerzeit nicht so beachten. Da sind wir eher beschäftigt mit dem Licht und was, wie die Erde erhellt wird. Aber je dunkler es um uns herum wird, umso mehr richten wir unseren Blick auch gen Himmel. Ja, und das passt ja hervorragend zum Übergang zwischen Turm und Stern. In Teufel und Turm besonders dunkle Karten, der Turm eine Freisprengung und dann wird der Blick auf die Sternenwelt gerichtet. Im psychologischen Sinne vielleicht. Ja. Also was ist mein Sternenhimmel? Mhm. Ich denke mal, Sternenhimmel an sich, hier eine schöne Aufnahme mit der Milchstraße im Hintergrund. Ja, Milchstraße ist vielleicht auch schon ein Hinweis, Galaxis, das ist das griechische Wort dafür. Denn der Sternenhimmel wurde in vielen Kulturen und Mythologien eher als weiblich identifiziert, was ja dann wiederum mit unserer Karte, wo sehr deutlich eine weibliche Gestalt zu sehen ist, gut korrespondiert. Ich denke es mal bei der Milchstraße zum Beispiel, da haben wir das Thema, ja, wie kommt die Milchstraße eigentlich zustande? Ganz kurz erklärt. Es gibt einen griechischen Mythos dazu, angeblich soll der Göttin Hera, der kleine Herakles, untergejubelt worden sein. Er sollte von ihr gesäugt werden, damit er unsterblich würde. Das war der Plan des Vaters Zeus. Hera mochte natürlich den künftigen Herakles nicht so besonders, weil er ein Spross eines Seitensprungs war von Zeus. Deswegen musste er hier untergejubelt werden. Und das heißt, dass er, weil er ja schon so stark geboren wurde, so fest an ihrer Brust saugte, säugte, dass Hera vor Schmerzen aufschrie, ihn von sich stieß und die Milch, ihre Muttermilch, über den Sternenhimmel floss. Und so soll die Galaxis entstanden sein. Also, da gibt es schon diese ersten Zusammenhänge zwischen dem Stern und einer eher weiblichen Darstellung. Ja, deswegen gehe ich jetzt gleich mal in den Bereich berühmte Sterne. Was heißt berühmt? Bekannte Sterne oder mythisch besonders wichtige Sterne. Und da gibt es eben beispielsweise dieses Sternengebilde, das ihr vielleicht... ich sehe gerade die Frage von Herzensmensch, welcher helle Stern ist zurzeit rechts neben dem Mond zu sehen? Das kann eigentlich nur Jupiter sein. Zurzeit, wenn ein heller Stern bei Halbmond, wir haben ja fast, naja, bald nächste Woche ist Vollmond, dann kann das eigentlich nur Jupiter sein. Ja. Werden wir nochmal sehen. Aber hier haben wir die Plejaden, das berühmte Siebengestirn. Und die Plejaden sind Sterne, die in vielen, vielen Kulturen beachtet werden. Also nicht nur in der griechischen, wir kennen sie auch aus der Mythologie der amerikanischen Ureinwohner. Wir kennen sie aus Mitteleuropa. In der Mythologie spielen die eine besondere Rolle. Und es gibt hier so ein Bild dazu. Die Plejaden sollen ja die Töchter gewesen sein von wem sind sie wohl die Töchter gewesen? Ich habe mal gehört, sie sollen die Töchter der Aphrodite gewesen sein, aber da gibt es unterschiedliche Traditionen. Ja, es gibt unterschiedliche Traditionen und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, welche, von wem sie kommen, sondern eher, dass sie lange die Begleiter der Artemis oder der Diana waren, also der Mondgöttin.
Und irgendwann sind sie an den Himmel gebannt worden. Auch dafür gibt es unterschiedliche Erläuterungen, warum, wieso. Und sie sind halt als Siebengestirn bekannt, die sieben heiligen, jungfräulichen Schwestern. Also warum erwähnen wir dieses Siebengestirn? Weil wir später auf der Tarotkarte sieben Sterne haben werden, die um einen achten gruppiert sind. Zumindest in den traditionelleren Decks ist das so. Und deswegen ist der Verdacht ja nahe, mit diesen sieben Sternen könnte auch ein Hinweis auf das Siebengestirn gemeint sein, auf diese sieben himmlischen Jungfrauen. Ja, außerdem sind die Plejaden natürlich auch in der Esoterik-Szene sehr, sehr wichtig. Die Diskussionen, wo man jetzt herkommt, ob man von den Plejaden kommt, von Sirius kommt oder von Betelgeuse, die habe ich schon in den 80ern erleben dürfen. Also das ist immer wieder ein großes Thema. Richtig, genau. Also ich weiß nicht, ob ich von den Plejaden komme, liebe Kirsten. Ich bin, glaube ich, eher vom Orion. Aber vielleicht bin ich auch ganz einfach nur irdisch. Das kann auch sein. Niemals, Christopher. Niemals. Every man and every woman is a star. ja, ich habe zu den Plejaden natürlich noch, bin ja, das ist gar nicht so lange her, da war ich auf den Spuren der Himmelsscheibe mit einer kleinen Gruppe an mystischen Orten Interessierten unterwegs. Dort haben wir natürlich auch die Himmelsscheibe von Nebra angeschaut. Und da sollen ja, wenn ihr mal genau schaut, auf dieser Scheibe gibt es so sieben Sterne, die auffällig gruppiert sind, so zwischen diesem Sichelmond und dem Vollmond, oder manche sagen, es ist auch eine Sonne. Da sieht man so sieben Sterne, und das ist ein Beleg dafür. Also es wird in der Wissenschaft, in der Forschung mit den Plejaden gleichgesetzt, und da werden auch astronomische Konstellationen damit verbunden. Steht der Mond zu den Plejaden so wie jetzt ungefähr hier auf dieser Scheibe, dann ist ein wichtiger Termin im bäuerlichen Kalender angesagt, oder dann muss man die Zeit schalten, ne? Dass man gesagt hat, wenn der Mond so steht, dann soll ein Kalendermonat eingefügt werden, weil, wie ihr ja wisst, Mondkalender und Sonnenkalender nicht übereinstimmen. Und so wäre das ein früher Beleg für eine solche Versuch, eine Übereinstimmung herzustellen anhand von Sternenkonstellationen. Und ja, da sehen wir eben, dass in der Bronzezeit, also da sprechen wir jetzt wirklich von einer Zeit 3000 vor Christus, tatsächlich, drittes Jahrtausend vor Christus, tatsächlich bereits diese Plejaden eine Rolle gespielt haben als himmlisches Gestirn. Manche sagen aber auch, der Stern steht vor allen Dingen mit der Venus in Verbindung. Die Venus, was das einen nicht ausschließt, denn wir haben ja auf der Karte, später können wir das dann sehen, einen großen Stern und sieben kleine Sterne. Ich habe ja erwähnt, manche sagen, dass die Plejaden die Töchter der Aphrodite sind, der Venus sind. Und so ergibt sich vielleicht tatsächlich auch noch dieser eine helle Stern zusätzlich dazu als Venus. Und Venus passt tatsächlich ja auch. Wir haben ja eine Darstellung einer nackten Frau. In der Antike wurden nackte Frauen, Götter, also Göttinnen, dann nackt abgebildet, wenn sie Venus sind, oder umgekehrt. Die Venus wurde in der Regel nackt abgebildet als fast einzige der Göttinnen. Und ja, Venus spielt natürlich auch eine wichtige Rolle grundsätzlich in der Mythologie. Sie ist der hellste Stern nach Sonne und Mond am Himmel. Und danach kommt Jupiter, also der hellste Wandelstern, so muss man sagen. Denn es gibt natürlich noch einen hellen Stern, den wir auch gleich noch sehen werden, der auch sehr hell ist. Ich weiß jetzt nicht, warum Vanillekipferl ins Spiel kommen. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Der Mond. Der Mond, genau, Vanillekipferl. Also ich liebe Vanillekipferl. Also nur by the way. Wir haben hier ein Bild einer Göttin. Tja, indirekt einer Göttin, denn zunächst sucht man vergeblich eine Göttin auf dem Bild. Aber da auf diesem Altar findet ihr eine runde Scheibe mit einem zunächst vierzackigen, aber wenn man genau hinschaut, auch achtzackigen Stern, der auf die Göttin Ishtar verweist. Ishtar, verwandt mit der Astarte, verwandt mit Inanna, verwandt später auch natürlich mit Isis. Also all diese Göttinnen, die haben den Stern, aber Ishtar hat diesen Stern ganz besonders als ihr Symbol. Wenn der also irgendwo auftaucht, dieser achtzackige Stern, dann ist meistens eben diese Göttin, diese Himmelsgöttin gemeint.
Ja, da kann ich noch dazu sagen, dass ich durchaus glaube, dass Wade die Vertauschung von 8 und 11 vielleicht auch deswegen vorgenommen hat. Denn die 8, da haben wir ja bei Wade die Kraft drauf, nicht die Gerechtigkeit. Und da sehen wir einen Löwen, eine Löwenbezwingerin. Ishtar ist bekannt dafür, dass sie auch mit dem Löwen in Verbindung steht. Ich denke jetzt gerade an das Tor von Babylon, was im Pergamon-Museum zu sehen ist, wo wir ja diese ganzen Löwen drauf haben und das Symbol der 8 noch dazu. Und wenn ihr mal das Experiment wagt und die Wade-Karte Stern und Kraft nebeneinander legt, das machen wir hier heute nicht, werdet ihr sehen, dass die auch eine ziemlich ähnliche Haltung haben. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Interessant. Es gibt ja auch Darstellungen, wie du schon gesagt hast, Ishtar als Löwenbezwingerin, fand ich sehr interessant. Habe ich aber leider jetzt keine dabei. Aber dafür habe ich eine solche. Wir haben also eine Astarte-Figur, Inanna-Figur und typischerweise sehr weiblich dargestellt. Und jetzt komme ich nochmal auf diese Thematik zurück. Die Brüste, die dargestellt werden, hier hält sich diese Göttin tatsächlich die Brüste. Und so wird sie häufiger dargestellt. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele. Hier scheint also eine typische Haltung zu sein. Ja, der BH war noch nicht erfunden. Ja, also du meinst, sie musste immer so rumlaufen, die arme Frau. Genau. Also ich würde das nicht behaupten, Kirsten. Da würde ich erstmal nochmal nachforschen, Ja, ob aber wenn das wir jetzt jetzt gleich mal darüber hinliegen. nachdenken, zwei Brüste, ne, auch das ist Thema auf den Tarotkarten, da kommen wir dann noch hin, Da kommen wir hoffe noch hin. ich, lieber Ja. Christopher, es sei denn, du hast eine zensierte Version hier Ja, von also dem an dieser Stelle Zustand. muss ich leider unseren Stream abbrechen. Es wird mir zu eisig. Nein, Spaß, wir gehen weiter natürlich. Ja, und Es ihr solltet gibt. euch mal aufhören, immer da über den Mond zu unterhalten. Der kommt erst beim nächsten Mal dran. Fokussiert jetzt euch mal bitte hier Der gemeinsam Mond Mond auf kommt den später Stern. dran, also wirklich, Genau. ne? Es heißt ja Sonne, Mond und Sterne und wir gehen umgekehrt vor. Stern, Mond, Sonne, ne? Nur Genau. zur Info. Aber ihr könnt euch ja sonst natürlich unterhalten, worüber ihr wollt. Genau. Wir unterhalten uns über den Stern, liebe Kirsten, und da habe ich hier ein Bild mitgebracht eines typischen Winterstern, eine Winterkonstellation, das berühmte Winterdreieck. Und dazu gehört der Orion, Betelgeuse, Betelgeuse, die wir hier sehen können. Betelgeuse ist natürlich ein Film, der darauf anspielt. Du kennst ihn bestimmt, oder? Natürlich. Natürlich, ja. Aber über den Film unterhalten wir uns jetzt nicht. Prokyon und Sirius. Und Sirius ist der Stern, von dem ich vorhin sprach. Sirius ist neben den drei erwähnten Gestirnen oder vier erwähnten Gestirnen, Sonne, Mond, Venus und Jupiter, eine der hellsten Erscheinungen am Himmel. Und er ist, ja, er soll der Hund des Orion gewesen sein. Und wenn man die drei Gürtelsterne des Orion sozusagen nimmt und eine Linie durchzieht, dann kommt man in etwa dann auf ihn. Also das heißt, Orion verweist auf Sirius, den berühmten Hundsstern, von dem sich auch die Hundstage ableiten. Und warum waren die so wichtig? Weil die Hundstage mit dem heliakischen Aufgang des Sirius zusammenhängen. Was heißt heliakisch? Der Sternenhimmel bewegt sich ja. Und im alten Ägypten war es so, wenn Sirius, ich glaube im August, zum ersten Mal wieder am Morgenhimmel aufsteigt, das nennt man heliakischer Aufgang, dann fiel das ungefähr 2000 vor Christus mit den Nilüberschwemmungen zusammen. Die Nilüberschwemmungen waren für die Ägypter so wichtig, weil wenn das Land überschwemmt wurde und sich dann wieder zurückzog, dann blieb der fruchtbare Nilschlamm übrig. Und das war natürlich für ein wichtiges Signal im Rahmen der Landwirtschaft und überhaupt der Kultur der Ägypter. Deswegen begrüßte man diesen heliakischen Aufgang des Sirius ganz besonders. Und ja, Sirius, der Name klingt schon so. Man weiß nicht genau, woher übrigens Sirius kommt. Seirios ist auch eine Möglichkeit und manche sagen, es hat das mit Osiris zu tun oder zumindest ist es eine ähnliche Wurzel. Jedenfalls dieser Stern, wenn er aufgeht, der Hundstern, dann war das ein Signal für den Neuanfang, für den Neubeginn. Man schöpfte Hoffnung, dass wieder etwas Neues passieren kann.
Und in der griechischen Mythologie, wie gesagt, ist es der Hund des Orion. So, dann gibt es dazu sogar eine eigene Göttin. Und zwar hatten die Ägypter, neben der bekannten Isis, die auch mit einem Stern in Verbindung gebracht wurde, die sogenannte Sopdet, die Göttin, die ja ganz speziell mit den Nilüberschwemmungen in Verbindung gebracht wurde und die mit einem Stern dargestellt wurde. Und Sopdet ist eine ganz wichtige Göttin. Sie ist nicht nur die Göttin der Nilüberschwemmungen, sondern sie ist auch eine Himmelsgöttin. Also da kommt dieser Bezug zwischen Himmel und Erde zusammen. Wir können ja auch sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist natürlich etwas, was den Ägyptern in diesem Fall, wenn sie so eine Göttin mit etwas Irdischem in Verbindung gebracht haben, ganz bewusst war. Und was kann man zu Sopdet noch sagen? Ja, sie ist ansonsten taucht sie nicht so wirklich auf in der Mythologie. Sie ist also wirklich so eine Göttin, die nur für dieses Ereignis zuständig war und die auch mit dem Sirius deswegen eng in Verbindung stand. So, das war die Sopdet. Und ich finde, das sollte man sich merken für unsere Karte, Überschwemmungen und Stern. Ja, das kommt thematisch bestimmt nochmal vor heute. Ja, ich zum Abschluss meiner kleinen Reise gibt es natürlich auch noch eine andere, die mit dem Stern in Verbindung gebracht wird. Und das ist natürlich die Mutter Gottes. Und wir sehen sie hier, das ist aus einer irischen Kirche. Da sehen wir hier, ich glaube in Galway ist das, da sehen wir hier die Mutter Gottes von dem Stern bekrönt oder der Stern leuchtet über ihr. Manchmal wird sie auch auf einem Schiff dargestellt. Und wir sprechen dann von Stella Maris. Wir sprechen dann vom Meerstern. Und ja, das ist in diesem Fall einfach der Bezug, den wir schon öfters mal festgestellt haben. Himmelskönigin, ein alter Name für Astarte, für Isis, für all diese alten Göttinnen, der dann auch auf die Mutter Gottes übergegangen ist. Und der Stern des Meeres, oder mit einem Stern in Verbindung gebracht zu werden, ist sicherlich auch etwas, das möglich, oder was heißt sicherlich, möglich, sicherlich aus alten Kulturen übernommen wurde. Siehst du da irgendwo ein UFO? Nö, ich weiß nicht, worauf Florian abzielt. Vielleicht ist da, meint er dein Stirnband. Du siehst, darf ich das sagen, Kirsten? Dieses Stirnband erinnert mich an Star Trek tatsächlich. Kannst du dich noch erinnern an die Folge, ich weiß nicht, ob du die Star Trek-Filme geguckt hast, wo Spock so ein Stirnband trägt? Ich habe Captain Kirk gesehen. Nicht, okay. Vielleicht einige von euch können was damit anfangen. Aber ach, im vorherigen Bild, ein UFO. Vergleiche. Auf dem vorherigen Bild wurde ein da oben. Das ist ein Düsenflieger, Florian, das sieht man doch. Also ich würde mal sagen, es ist eindeutig ein Jet. Genau, von Erik von Däniken persönlich hineingemalt. Ja, genau. Gut, alle Erik von Däniken-Fans mögen Kirsten verzeihen für den spöttischen Unterton. Der hat mich zur Esoterik geführt. Ja, also nicht nur dich. Aber ich vermute einfach mal, es ist nur eine Hieroglyphe, also um aller Skepsis gerecht zu werden. So, liebe Kirsten, ich habe jetzt genug erzählt über Sterne und Mythen. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, deiner Meinung nach? Oder? Ich finde, du hast das sehr schön ausführlich zusammengebracht. Ihr bekommt hier ja hauptsächlich auch Inspiration für eure eigenen Forschungen. Und all die Aspekte, die Christoph jetzt aufgezählt hat, die sind sicher interessant, wenn wir den Stern näher beleuchten, würde ich mal sagen. Ja. Und das tun wir jetzt auch gleich. Und wir starten, wie wir das immer tun, mit unserem Tarot de Marseille. Und zwar im Vergleich zur vorhergehenden. Genau. Warum machst du eigentlich die vorhergehende Karte immer auf die Seite der Zukunft? Willst du es wirklich wissen, Kirsten? Ja. Das hat
praktische und bequeme Gründe. Ah, Du musst okay, dann dann immer nur möchte ich da eine nicht. Karte austauschen aus der vorherigen Ich Präsentation. verstehe. Dann möchte ich da nicht weiter Also, eindringen. Kirsten, der wahre Grund ist, ich wollte, dass der Stern auf deiner Seite ist. Und so Ah. eine böse, männliche, zerstörerische Karte muss auf meiner Seite sein. Das ist Ja, da doch bin ich ja gespannt, wo der Stern nächstes Mal ist. Er wird immer auf deiner Seite bleiben, Kirsten. Also, wir haben ja letztes Mal ausführlich über den Turm geredet, auch über die Schwierigkeiten, die mit dem Turm verbunden sind. Und gleichzeitig finde ich persönlich, dass der Turm und der Stern eigentlich eine Einheit bilden. Die gehören für mich zusammen wie der Gehängte und der Tod. Sterben und Tod. Und hier haben wir Aufbruch von etwas und Neuanfang. Koalition ist ein perfektes Thema dafür. Also die hohen Träume, die entwickelt werden können, wenn Freiraum geschaffen wurde, auch wenn das Freiraum schaffen äußerst unangenehm sein kann. Ich habe letztes Mal erzählt, dass ich den Turm auch gerne mit Unfällen verbinde, wenn wir selbst nicht aufpassen, also dass uns plötzlich etwas überfällt, obwohl es eigentlich zu sehen war, dass es passiert. Ich habe das Beispiel eines Autounfalls gemacht und gesagt, dass ja, man nicht aufpasst, man geht über die Straße, ohne zu gucken, wumms, wird man von einem Auto angefahren. Ich hatte ja dieses Erlebnis selbst einmal und ich bin durch die Luft geflogen, tatsächlich ein Stück. Das wird nicht so dramatisch gewesen sein, aber ich habe es als einen Flug empfunden. Und in diesem Moment, in dem ich da geflogen bin, hatte ich totale Bilder im Kopf und Visionen. Und dann bin ich auf den Boden der Tatsachen gefallen. Und das, finde ich, ist die Qualität zwischen Turm und Stern. Wir sehen da ja Menschen aus dem Turm fallen. Das ist so, ja, jetzt im freien Fall begriffen, was nun? Und während diese Menschen fallen, während wir in einem Schockzustand sind, den der Turm auch signalisieren kann, haben wir oft fantastische Ideen, Einfälle, nicht nur, was wir hätten tun können, sondern auch, was wir tun können jetzt. Und das ist für mich die wichtigste Bedeutung des Sterns. Kann ich da noch ganz kurz einfügen? Manche sehen ja auch Sterne, wenn ihnen so etwas zustößt wie dir gerade. Ne? Ja, wir Ja, sehen das interessant, auch fällt im mir gerade Comic ein. gerne, ne? Dass da so überall die Sterne dann über den Köpfen der Leute sind, wie hier über der Sternenfrau. Und deswegen, auch wenn der Stern ganz viel mit Hoffnung, Zuversicht und Visionskraft zu tun hat, unser Leitstern ist im maritimen Sinne, dem du dich ja heute angeschlossen hast, hat der Stern auch oft was mit Schockzuständen zu tun. Und vielleicht auch mit Einbildung. Also wenn der Stern in einer Legung kommt, dann haben wir sehr oft das Thema, dass wir jetzt eine ganz klare Vorstellung haben von etwas, was wir tun wollen. Aber schaffen wir es, das tatsächlich in die Realität zu bringen? Das ist immer die große Frage beim Stern. Ja, wie du jetzt die Präsentation weggezaubert hast. Das jetzt erstmal zur Kartendeutung. Wir gehen jetzt gleich noch auf die Symbole ein, aber merkt euch bitte, wenn ihr den Stern zieht, in manchen Büchern ist es immer wie bei den Liebenden das absolut größte, tollste, schönste. Ja? Der Stern sagt auch, ja, das, was du vorhast, das kann deine Berufung sein, das kann die perfekte Partnerschaft sein, das kann irgendwas ganz, ganz Tolles sein, was du dir erträumst, aber schaffst du es auch wirklich, das zu manifestieren? Und danach haben wir halt noch einige Karten vor uns, bis wir die Reihe der Trümpfe durchgemacht haben. Und da müssen wir uns dann zeigen. Ich, Herzensmensch, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade passiert. Ich wollte hier einfach eher ein abstrakteres Beispiel geben für die Qualität des Ganzen. Ja, also ich denke mal, ich finde das einen sehr schönen Vergleich. Also auch da, was heißt Vergleich? Eigentlich folgen die beiden Karten ja aufeinander. Ich fand es interessant, was du am Anfang für Wörter gewählt hast. Du hast gesagt, Aufbruch, da haben wir eben dieses Turmthema und Neuanfang. Ja, also das heißt,
Beide könnte man ja synonym setzen, aber eigentlich ist ein Unterschied zwischen beiden. Und ich finde, in der deutschen Sprache ist es doch interessant, dass wir zu diesem Neuanfang auch Aufbruch sagen. Na, da ist ja das Brechen drinnen. Interessant, ja. Fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Das ist ja so eine Turmsituation. Du wirst aus einem alten Kontext herausgerissen, ja, in dem siehst du dann vielleicht Sterne. Und dann musst du dir überlegen, welcher dieser Sterne könnte jetzt derjenige sein, der mein neuer Leitstern ist. Ja, also. In dem Moment, wo der Turm zerstört wird, erweitert sich unser Horizont. Und das passiert ja auch gerade sehr akut mit der Gesellschaft. Und ich finde auch, dass der Turm aussieht wie ein Teleskop. Mhm. Und in dem Moment, wo diese Krone weggesprengt wird, können wir auf einmal in die Sternwelt sehen. Mhm. Mit dem Stern haben wir nur noch mit überpersönlichen Themen zu tun. Du hast es erwähnt, Sonne, Mond, Stern. Wir reisen in die andere Richtung, weil wir quasi immer mehr aufsteigen aus Sicht der Alten in die Astralwelt. Und der Stern symbolisiert, jetzt begeben wir uns in eine Welt. Und ich glaube, dass diese Welt mein ganz persönlicher Stern ist. Ja? Mhm. Wir sehen ja die Sterne im Hintergrund, die du alle beschrieben hast, aber die Frau befindet sich ja offensichtlich auf einem anderen Planeten nochmal. Mhm. Und also, das ist unser persönlicher Leitstern, auf dem wir jetzt uns befinden. Es ist ja auch so, ich habe ja über die Sopdet gesprochen, die ja für die Überschwemmungen zuständig ist. Wir sehen ja hier eine Frau, die Krüge ausschüttet. Da musste ich unmittelbar dran denken. Ja? Kannst du dazu noch was sagen, was das mit diesem Wasser zu tun hat? Außer, dass wir natürlich jetzt hier den Wassermann drin sehen könnten. Aber warum schüttet sie Wasser aus? Ja, also es ist sicher eine Anspielung auf den Wassermann. Ich habe den Eindruck, das hat ja Herzensmensch schon erwähnt, dass da hier eine Fortführung der Mäßigkeit stattfindet. Auch die Mäßigkeit spielt sich in der Astralwelt ab, aber hat noch mehr mit persönlichen Themen zu tun. Also ich muss in der Mäßigkeit lernen, in eine seelische Balance zu kommen nach vielleicht auch traumatischen Erlebnissen, um dann noch mal tiefer in Teufel und Turm in diese traumatischen Erlebnisse zu kommen. Und da hilft mir die Mäßigkeit dabei, immer mich daran zu erinnern, in Balance zu bleiben. Mhm. In der Mäßigkeit sehen wir den Psychopompus, den Seelenführer, der mir dient als Guide, als Führer durch diese Welt. Wenn ich jetzt angekommen bin auf dem Stern, da brauche ich diesen Seelenführer nicht mehr, sondern ich habe die, wie du es vorhin gesagt hast, die nackte Gestalt sitzen und die nackte Gestalt gibt aus ihren Krügen, spendet uns Flüssigkeit. Da sind wir bei den Brüsten, ja, bei Crawley, ich weiß nicht, ob du die Karte drin hast, ist es ja auch tatsächlich, sind es ja Brüste, aus denen das Wasser fließt. Also wir haben hier das Bild der befruchtenden Sternenfrau. Mhm. Sie schüttet, lassen Sie mal zu anderen Bildern gehen, bevor ich das weitermache. Ich habe allerdings jetzt erstmal nur die älteren Varianten noch, Visconti auf deiner Seite und auf meiner Seite. Können wir ja kurz drüber gehen. Also das Visconti-Tarot, wisst ihr ja, ist so mit eines der ältesten Tarots, die wir haben. Und da wird die Sternfrau sehr züchtig dargestellt, hat vielleicht eher so einen Mariencharakter, ne, als ein Ishtarter oder sonst was Charakter und hat halt nur diesen Stern in der Hand. Dieses Motiv finden wir öfter auf alten Karten. Und das andere, das ist wieder das Blanchet, wenn ich mich recht entsinne, da sehen wir einen Astrologen drauf. Und tatsächlich wird der Stern auch gerne mit den Astrologen in Verbindung gebracht, aber auch mit den Wissenschaftlern, Wassermann. Die Astrologen waren ja früher Wissenschaftler, in alten Zeiten wurden sie so angesehen. Und hier ist jemand, der mit Hilfe der Sterne etwas ausmisst. Da haben wir das Bild des Leitsterns her, was auch immer mit Tarot in Verbindung gebracht wird. Das ist die Orientierung, an der wir uns festhalten sollen, um hinzufinden, wo immer wir hinwollen in unserem Leben. Beruf, Berufung. Na, ich finde es interessant, weil natürlich jetzt, wenn man genau hinschaut, man könnte auf diesem Kleid dieser Visconti-Sternfrau auch ein Sternenkleid sehen, also kleine Sterne. Das erinnert ein bisschen an tatsächlich an Maria, die oft mit einem, unter anderem auch mit einem Sternenmantel dargestellt wird. Und oft sagt man ja vom Nachthimmel,
poetisch. Das ist der Sternenmantel, der sich über den Himmel zieht. Da gibt es bestimmt hier Assoziationen, aber natürlich, sie ist jetzt nicht die nackte Dame vom Tarot de Marseille, sondern sie ist hier eher völlig konzentriert auf den Stern über ihr, welcher Stern auch immer das sein mag. Und interessant fand ich diese andere, die auf meiner Seite sich befindliche Darstellung mit dem Astrologen, da, weil da ja ein männliches Motiv auf einmal auftaucht. Wir werden nachher noch eine Karte haben, wo ebenfalls ein männliches Motiv zu sehen ist. Aber hier an dieser Stelle ist das ja eine ältere Tarotform, und das mit Astrologie in Verbindung zu bringen, liegt ohnehin auf der Hand. Ne? Astrologie, die Lehre von den Sternen, dass man das mit dieser Karte in Verbindung bringt. Ja. So, dann habe ich jetzt hier die beiden Karten, der wir uns wahrscheinlich am meisten verbunden fühlen, weil sie wohl die berühmtesten Tarot-Decks sind. Auf seiner Seite das Crowleyanische, gemalt von Frieda Harris, und auf meiner Seite das von Edward Waite entworfene und von Pamela Coleman Smith gemalte. Ja, liebe Kirsten. Die auf meiner Seite gezeigte Darstellung beschreibt halt das, also ihr seht, dass da nicht direkt aus den Brüsten das Wasser kommt, aber sie sitzt so da, dass man ihre Brüste halt nicht sieht, und es soll quasi eine Anspielung darauf sein, dass aus den Brüsten jetzt hier etwas herausfließt, was aber gar nicht so sehr wie Wasser aussieht. Es ist eine sehr, sehr, sehr vielschichtige Karte, die sehr stark auf diese babylonischen Mythen anspielt. Diese Sternenfrau wird dann bei Crowley mit der Karte Lust verglichen, über die wir ja auch schon geredet haben, also die Kraft. Das war Episode 11 dieser Reihe. Und hier haben wir so eine sehr schöne, kühle Klarheit, die ich halt auch gerne mit dem Stern verbinde. Der Stern ist für mich auch immer so eine Brainstorming-Karte und hilft mir wirklich so über die Dinge nachzudenken, die ganz fernab sind, die vielleicht auch unrealistisch sind jetzt auf den ersten Blick, aber ich sagte ja schon Horizonterweiterung, die mir auf längere Frist ein hohes Ziel setzen, was ich gerne erreichen möchte. Und dafür steht für mich dieser Stern ganz im Hintergrund, der wie so ein Strudel alles in sich reinzieht. Ja, ich find's interessant. Bei der Crowley-Karte, da sehen wir ja auch so eine Art Planet im Hintergrund. Manche sagen, es ist eine Himmelskugel. Aber ich identifiziere das schon auch eher mit der Venus, die tatsächlich ein bisschen so ausschaut. Ne? Ich habe vorhin ja ein Bild gezeigt. Die hat so eine rötliche, leuchtende, kupferfarbene Oberfläche. Und was da so aus diesem Kelchen herausrinnt, das hat auch so kristalline Strukturen fast schon wieder. Da merkt man, dass der Einfluss der Anthroposophie auf die Künstlerin offensichtlich, also merke ich bei dieser Karte besonders, das ist ja so ein Steiner-Ding. Der hat ja auch gerne so kristallin gemalt, so Strukturen gemalt. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat die Frieda Harris sich davon auch inspirieren lassen. Ja, ja, sie war Anthroposophin auch unter anderem. Ja, dann liegt das nahe. Und ich finde auch, so wie du, diese bleiche Gestalt, dieses Kühle, das hat was Transzendentes, das hat was wenig Irdisches. Und auch das Kristalline drückt ja auch aus, es ist eben eine Vorstufe des Materiellen. Interessant aber noch, und das ist vielleicht ein Punkt, über den wir uns unterhalten müssen, warum Crowley jetzt einen siebenzackigen Stern hat und Waite einen achtzackigen. Ja, es könnte eine Anspielung auf die Plejaden sein, die du ja bereits erwähnt hast, und vielleicht auch eine Zusammenfassung der bis dahin geführten Konstellation zwischen 7 und 8, weil dieser Stern ja so ein bisschen in diese Richtung geht. Auf der anderen Seite war der 7 das Septogramm, sagt man? Heptagramm. Heptagramm, eins seiner Schlüsselsymbole, das finden wir ja auch auf den Crowley-Karten, wenn wir alte Versionen dieser Crowley-Karten haben, war für ihn ein wichtiges magisches Symbol. Jetzt können wir ja nochmal auf den berühmten Spruch eingehen, der im Buch des Gesetzes, lieber Al Velleges, zu finden ist bei Crowley: Jeder Mann, jede Frau ist ein Stern.
Das kann man, das Buch ist sehr kryptisch, also da gibt es jetzt nicht eine einfache Interpretation, aber wenn man eine wohlwollende Interpretation nehmen möchte, dann glaube ich, passt sie gut zu dieser Karte. Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern, heißt auf der einen Seite, klar, jeder Mann und jede Frau ist ein Individuum für sich, so wie es unzählige Sterne am Himmel gibt, so deute ich das. Ist eine eigene Welt, könnte man auch sagen, hat ein eigenes Licht, ist eine eigene Sonne, steckt vielleicht auch sogar dahinter. Auch das war ja zur Zeit von Crowley schon längst bekannt, dass Sterne eigentlich Sonnen sind. Und ich denke, an so einer Stelle merkt man, da geht es wirklich um diese Entwicklung einer der ureigenen Individualität. Ja. 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 Geht's hier rein. Und was ist? Da kommt gerade ein Spam rein, den würde ich, ja. Bitte beachtet das nicht. Jesus Christus hat jetzt hier nichts zu suchen, offen gestanden. Muss man mal gucken. Ich kann es leider nicht das löschen, ja, hier an dieser Stelle. Soll. Lass irre Hunde bellen, sag ich immer. Genau. Genau. So, liebe Alex Platt, du wirst gesperrt. Ich kümmere mich da gleich drum. Ja, ist ja gut. Ich mache hier mal kurz weiter. Also Ich hoffe, ihr seid ein wenig inspiriert jetzt von diesem Crowley-Stern. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, als wir darüber geredet haben, ist, dass dieser Stern ja so platziert ist mit dem Strudel drumherum, als würde sich da wirklich eine Tür öffnen können. Das ist wie so ein so ein schwarzes Loch oder ein, jetzt in dem Fall ein weißes Loch, wo man in andere Welten hineinsteigen kann. Und das ist genau auch die Qualität des Sterns, dass man plötzlich dass sich einem andere Welten erschließen. Wenn wir jetzt uns die Waite-Karte ansehen, oder die Waite-Smith-Karte, da haben wir wirklich eher wieder eine traditionellere Darstellung der Variante, die wir schon im Marseille-Deck gesehen haben. Was sich hier ein bisschen verändert ist, dass wir diese Sternfrau halt an einem Bach oder an einem See sitzen haben. Und dieses Gießen ist so gestaltet, dass sie, das sieht man bei der Marseille-Karte nicht, einen Krug ins Wasser gießt und einen auf die Erde. Für mich, ganz persönlich, ist das ein Symbol, dass wir einen Teil unserer Kreativität, denn der Stern hat auch viel mit Kreativität zu tun, immer wieder zurückgeben ins Kollektiv. Das Wasser ist sehr stark immer auch eine Kollektivenergie im Tarot, werden wir bei der nächsten Karte auch noch besprechen. Und einen Teil davon, den gießen wir aber auf trockenes Land, also wir materialisieren etwas. Erinnert euch an die hohe Priesterin, die über das Wasser herrscht. Auch da habe ich das Gefühl, sie gibt hier etwas zurück an ihr höheres Selbst oder wie immer wir die hohe Priesterin interpretieren wollen und kann dann aber auch etwas auf die Erde bringen. Und dieses Thema von Portalen, die sich öffnen, neue Welten, die sich uns erschließen, Anderswelten, das haben wir durch diesen kleinen Vogel im Hintergrund auf dem Baum, dem Ibis, der dafür steht, dass er auch in andere Welten reisen kann. Und wenn wir nochmal über den Baum nachdenken, dann sind wir wieder beim Thema Lebensbaum. Ja, wir haben die Verbindung von Baum und Frau in ganz vielen Mythen. Lilith soll in Bäumen gesessen haben. Eva holt sich Apfel oder irgendeine Frucht von den Bäumen, um Adam zu verführen. Also das deutet alles darauf hin, dass hier wirklich die große Göttin auch gezeigt wird. Mhm. Darf ich noch was sagen? Und dann ja, musst du dann. Was ich bei dieser Karte noch wichtig finde, achtet auch hier auf die Körperhaltung dieser Frau. So kann man nicht knien vor einem Bach, das ist absolut unmöglich. Entweder sind hier die Gesetze der Schwerkraft wieder ausgesetzt oder aber, wie manche Autoren auch sagen, ist das hier ein Schockzustand, eine Illusion. Manche Menschen verbinden als negativen Aspekt diese Karte auch mit Narzissmus, mit dem Gebanntsein ins Wasser, wobei sie ja das Spiegelbild zerstört. Passt jetzt nicht so ganz, aber tatsächlich
kann der Stern darauf hindeuten, dass man sich auf Irrwege begibt. Und für mich ist es oft ein Symbol, gerade in der esoterischen Szene, in der Wassermann-Szene, der New Age-Szene vor allem, dass man auch auf Irrwege kommen kann, mhm, wenn man in Schockzuständen Erleuchtungen hat. Mhm. Ja, interessant. Ich denke vor allen Dingen, was mich fasziniert an diesem, an dieser Darstellung, jetzt speziell bei Wade, ist eben, dass Wasser und Erde, die beiden Elemente sind, die im Vordergrund sind, ein Knie auf der Erde, ein Fuß im Wasser, und gleichzeitig aber ein Austausch von Wassern stattfindet. Vielleicht auch, wir müssen eben beides tun. Ja, wir müssen beides tun. wir müssen beides tun. Wir müssen uns sozusagen... Kirsten, es gibt eine Frage, die Herzenmensch schreibt. Sieht die Sternenfrau schwanger aus? Also, ich finde, sie sieht nicht ganz so schwanger aus. Ich würde eher sagen, denken wir nochmal an das Bild des Brust, des Milchgebens. Vielleicht hat sie gerade ein kleines Bäuchlein, weil sie etwas in die Welt gesetzt hat. Mhm. Ja, also erinnert euch, alle, die Kinder bekommen haben, wie man danach aussieht, ist nicht so absolut vorteilhaft. Und prinzipiell wird ja auch die Fruchtbarkeitsgöttin, und wir haben es hier mit einer Fruchtbarkeitsgöttin zu tun, gerne üppig dargestellt, mhm, wobei sich hier die Pamela Coleman Smith noch in Grenzen gehalten hat. Mhm. Ja, sehr schön. Ich schau mal weiter auf das nächste Bild. Wir kommen jetzt eher zu Darstellungen, die abseits der klassischen Darstellungen liegen. Und das ist natürlich vom geliebten Robert M. Place, der hier in zwei verschiedenen Decks übrigens, einmal über die Karte 17, da haben wir den achtstrahligen Stern natürlich wieder, und wir haben Baptism, die Taufe, als Unterschrift. Und wir sehen, dass er hier die doppelschwänzige Meerjungfrau als Symbol gewählt hat. Das ist ja etwas, und das hat er dann auch bei seiner Alchemiekarte The Star nochmal wiederholt. Auch hier fließt aus den Brüsten die Milch, einmal weiß, einmal rot, interessanterweise. Acht Sterne sehen wir wieder, also er greift tief in die Kiste der Sternensymbolik, aber er ergänzt das mit dieser Meerjungfrau. Aber das ist ja ein Thema, was so in eurer Ecke besonders interessant ist, oder? Ja, ich denke da auch wirklich immer mehr drüber nach, weil hier in Hamburg, heute Nachmittag mache ich wieder die mystische Hamburg-Tour, da sehen wir uns einige doppelschwänzige Meerjungfrauen an. Und anscheinend ist das eine Symbolik für Geburt. Also die Meerjungfrau wird auch verehrt von Schwangeren, damit sie ihnen eine leichtere Geburt schenkt. Und so wie diese Frau da sitzt hier auf der Baptism Card, so wird ja eigentlich auch ein Kind natürlich geboren, ne, in der Hockstellung. Mhm. Und ich habe aber immer noch nicht herausgefunden, inwieweit diese Symbolik dann mit Geburt tatsächlich in Verbindung gebracht wird. Ich würde sagen, aus dem Wasser kommt kommt das Leben. Wir haben auch die Venus, die aus dem Wasser geboren ist. Und zum anderen haben wir hier wirklich auch nochmal das Thema, da ist jemand, der etwas gebiert, gerade im Prozess ist des Gebärens und damit kollektiver Energie arbeitet. Das ist meine persönliche Interpretation. Also man könnte auch sagen, ich finde es sehr schön zu sagen, die Meerjungfrau verweist auf das Element Meer natürlich wieder. Ich denke, hier könnte auch eine Anspielung auf Stella Maris, der Meerstern, sein. Und ich finde das einen spannenden Aspekt, ja, dass wir hier die Meerjungfrau sehen, weil sie so auch als Zwischenwesen gilt. Also sie ist ja, sie gehört ja eher zu den Fabelwesen. Sie ist etwas, was in diesem Sinn nicht von dieser Realität ist, sondern einer anderen Realität angehört. Aber auf der anderen Seite ist sie etwas, was zum Beispiel bei den Seeleuten ja auf See durchaus als Gefahr angesehen wurde.
Ja. Und da komme ich wieder so auf die Sopdet zurück, deren Name übersetzt bedeutet die gefährliche Göttin. Ist ja interessant, dass sie für die Nilüberschwemmungen zuständig war. Also das heißt, Überschwemmung an sich ist ja etwas, was durchaus auch gefährlich ist. Ja, dass dahinter aber auch ein fruchtbarer Aspekt steht. Da kommt noch mal meines Erachtens dieser Zusammenhang zwischen Turm und Stern so ein bisschen raus. Eine Überschwemmung kann an sich zerstörerisch sein, aber wenn sie sich zurückzieht, hinterlässt sie den fruchtbaren Nilschlamm und der wiederum erlaubt uns also etwas Neues in die Welt zu setzen, also einen Neuanfang zu setzen. Ja. Ja, und aber auch, dass es ein Too much sein kann. Denken wir an die Wassermann-Qualität. Das kann auch zu einer Reizüberflutung führen an Ideen, an Kreativität, Probleme mit der Strukturierung und so weiter und so fort. Und das ist, was ich auch vorhin angespielt habe, darauf mit negativen Aspekten dieser Karte. Ist eine sehr, sehr wässrige Karte, finde Ja. ich. Also jetzt auch bei Robert M. Place kommt das deutlich zutage. Und ich frage mich gerade, ob nicht die Fische auch ganz gut zu ihr passen. Ja, wenn wir von Überschwemmungen sprechen und so weiter. Also Ja, auf jeden Fall. unbenommen klassische Kommt Zuordnungen. darauf an, welchen Aspekt man setzt. Die Fische sind nicht so ganz Richtung Erotik. Und der Stern hat ja auch eine erotische Bedeutung. Von daher finde ich es ganz passend, dass die Fische dem Mond zugeordnet sind, über die wir ja beim nächsten Mal reden. Genau. Ja, ich komme noch mal zu zwei Karten, die eher auch, ja, jetzt nicht, sind das Künstlerdecks, also das auf meiner Seite in jedem Fall, aber das andere Evert nicht. Lahn ist kein Künstler, Kein also Künstler, ne, das ist auch ist. nicht so fantastisch künstlerisch. Nee, würde ich auch gerade sagen. Aber er hat halt sich bemüht, ein deutsches Tarot zu malen. Auf jeden Fall haben beide Verbindung zu Runen, ne? Das ist ja immer schon mal ganz interessant. Und hier nimmt er den Stern als Erlösung. Und ich finde es ganz schön, wie sie da so auf diesem, also für mich sieht es aus wie so ein Eisberg steht. Und da haben wir nochmal dieses Thema von zu viel, ne? Zu viel Wasser. Wie kriege ich da wieder Land auf den Land unter die Füße? Und das ist, was ich meinte, was sehr oft passieren kann im Stern, ist, dass man sich alles vorstellen kann und am Ende aber ja, das nicht auf den Boden der Tatsachen bekommt. Es kann auch ein Rauschzustand sein. Und da hast du wieder ein bisschen diese fischige Qualität, ja, also durch Drogen entstandene Ekstase kann der Stern auch durchaus bedeuten. Und denken wir an Age of Aquarius, die Hippie-Bewegung oder sonst etwas. Und sie sieht ja so ein bisschen aus wie die Sockmet, ne? Ja, also da gibt's einen, denke ich, einen Zusammenhang. Und ich finde, was man hier auch noch mal gut sieht, ist, ich fand es interessant, dass du auf den Eisberg oder diese Eisscholle ansprichst, die ja tatsächlich an den Stellen, wo sie etwas ins Meer gießt, auch immer kleiner wird, wenn man mal das Bild vervollständigt. Je mehr sie ausgießt, umso kleiner wird eigentlich der Halt, auf dem sie hat. Also diese Eisscholle droht zu schmelzen. Das Ja. ist vielleicht das, was du gerade das Too Much genannt hast. Erlösung finde ich auch interessant als Begriff, weil Erlösung, Lösen, Wasser ist eines der Elemente, die am besten zum Lösen gedacht ist. Also verflüssigen ist immer auch gleich lösen. In der Alchemie ist deswegen Wasser ja so wichtig, weil Wasser uns hilft, etwas Festes in seine Bestandteile zu lösen, um es dann wieder neu zusammenzusetzen. Also da ist aber auch die Verwirrung drinnen natürlich, ne? Also was setze ich wie neu zusammen? Das kommt dann vielleicht da noch mit dazu. Das meine ich damit, dass wir eine Zeit haben, in der Turm und Stern sehr, sehr relevant sind. Also man kann das jetzt ja auch sehr schön mit der Klimakatastrophe in Verbindung bringen, diese Karte. Wie kommen wir da raus, ist die Frage. Und die andere Karte, die du da abgebildet hast, ist wieder aus dem Röhricht-Tarot. Und ich mag diesen Stern sehr. Wenn ihr das Röhricht-Deck habt, vergleicht diese Karte mit dem Herrscher, den wir, glaube ich, auch schon gezeigt haben. Also wir haben hier dieses Thema der Ablösung männlicher Strukturen hin zu weiblichen Strukturen. Und auch das ist ein Thema des Sterns. Im Turm wird in der 16, die ja 4x4 das Reich des Herrschers zerstört.
Und eine neue Kraft entsteht. Die folgenden Karten sind alle sehr stark weiblich, bis auf die Sonne. Aber also das Weibliche erstarkt hier. Und das ist ja auch etwas, was in der Gegenwart ein ziemliches Thema ist. Ja, er ordnet ja diese Karte der Rune Aiwas zu. Das ist die Rune, die mit der Eibe in Verbindung steht und für Wandlung und Verwandlung steht. Also das Erreichen einer neuen Stufe, einer neuen Dimension des eigenen Daseins, könnte man verkürzt sagen. Und das passt ja auch gut zum Stern. Du hast ja am Anfang erwähnt, mit dem Stern betreten wir jetzt die astrale Welt und damit eine Welt, die nicht von dieser Welt ist. Und damit greifen wir vielleicht darauf künftige Stufen unserer Entwicklung. Also es ist praktisch ein Blick in unsere Zukunft, wenn man so möchte. Ja. Und das hängt eben ganz stark davon ab, deswegen wird die Karte ja auch mit Visionen in Verbindung gebracht, weil wir unsere Zukunft auch gemäß unserer Visionen gestalten. Was soll am Ende einer Verwandlung herauskommen? Da ist auch vieles offen. Und in dieser Offenheit liegt auch die Chance, sich zu täuschen, natürlich. Ja, und da muss man dann halt immer Helmut Schmidt zitieren: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja. Auch diese Möglichkeit ist im Stern begriffen. Ja. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Yala, unter diesem Glan-Deck, da stehen viele spannende Beschreibungen wie Beraubung oder auch Tod eines Verwandten. Die würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, gerade an dieser Stelle. Nichts gegen Glan. Aber vielleicht, Kirsten, kannst du kurz was dazu sagen? Also Glan hat ja versucht, ein deutsches Tarot zu entwerfen. Es gibt ja eigentlich keine Tarot-Tradition in Deutschland, sondern wir haben die Orakelkartentradition. Und die Karten sind auch ungefähr so groß wie Orakelkarten. Und er hat sich da stark in der Orakelkartenszene bedient, wo diese Worte bei verschiedenen Karten kursierten. Also es war durchaus üblich, Karten umgedreht oder seitwärts zu deuten und dadurch dann neue Worte zu haben und auch ziemlich konkret wahrsagerisch dabei zu arbeiten. Also aus dem Kontext stammt das. Ja. Die letzten beiden Karten, die ich habe, die stammen einmal von Katrin Wels-Stein und einmal aus einem Tarot-Deck, das ich jetzt neu entdeckt habe, dem Runic-Tarot. Ich beschäftige mich ja gerade, wie du weißt, Kirsten, mit Runen und Tarot und den Zusammenhängen und dem in diesem Zuge studiere ich gerade ein bisschen Kartendecks, die das Thema schon mal aufgreifen. Aber ich lasse dich zuerst einmal über Katrin Wels-Stein sprechen, da kennst du dich besser aus. Ja, das ist einfach, also die Katrin Wels-Stein ist ja keine Tarot-Expertin als solche, sondern die lässt sich sehr stark von den Bildern inspirieren und schafft aus meiner Perspektive Bilder, die sehr zeitgemäß sind für uns. Und wir sehen jetzt hier nicht so wahnsinnig viel, was wir bisher an Symbolik besprochen haben. Ich finde es einfach nur ein sehr schönes, leichtes Bild für den Stern, wie so eine Traumvision von etwas, wo wir gerne hinstreben möchten. Also hat jetzt für mich jetzt nicht so diese tiefe symbolische Bedeutung wie andere Karten, aber ich finde dieser Aspekt der Leichtigkeit, den ich gerade auch ganz wichtig finde, wieder im gesellschaftlichen Geschehen, dass wir versuchen, nicht immer nur auf die Schwere zu gucken, sondern auch mal ein bisschen leichtere Bilder für uns alle entwerfen. Das könnte uns vielleicht weiterhelfen bei der Gestaltung der neuen Zeit. Und bei dir sind wir auch voll in der Neuzeit angelangt. Ja, also ich zu Katrin Wels-Stein muss ich sagen, die sind ja alle fantastisch, diese Karten. Die haben ja alle so diesen Bezug zu einer Traumwelt, was Traumhaftes. Auf meiner Seite ist das Runic-Tarot. Ich kann dazu noch nicht so ganz viel sagen, weil ich es gerade erst angefangen habe zu studieren und erst vorgestern bekommen habe. Aber es ist interessant, es stammt aus, es ist von Los Garabeo aus einer Serie. Und wenn man sich so mal hier die Bilder anschaut, da merkt man schon, in welche Ecke es gehen soll. Ist natürlich stark Vikings geprägt und setzt ein bisschen auf diesen Trend, was aber nicht negativ gemeint ist, sondern es ist einfach jetzt gerade ein Trend. Und interessant ist, dass der Star mit was völlig anderem in Verbindung gebracht wird, als wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Da ist keine Frau drauf,
Es ist ein Mann drauf, es soll der Gott Thor sein oder Dona sein. Wir sehen die Midgard-Schlamme, den Jörmungandr, und wir sehen den Stern sozusagen über seinem Kopf und wir sehen diesen endzeitlichen Kampf zwischen Thor und der Midgard-Schlange. Ja, ich habe das im Begleitbuch dazu habe ich gelesen, also was da der Zusammenhang sein soll. Sie sagen, es geht eben bei dieser Karte eben nicht nur darum, um Hoffnung und Inspiration, sondern eben auch um Tatkraft. Das heißt, wenn wir uns für ein höheres Ziel einsetzen, beispielsweise wie die Rettung der Welt, in diesem Fall, was Dona ja tut, dann leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft. Es geht ein bisschen in diese Richtung. Weicht meines Erachtens ziemlich deutlich von dem ab, was wir so allgemein über den Stern wissen. Ich habe das mal einfach nur mit dazu gebracht, weil ich es spannend fand, auch mal ein ganz anderes Motiv zu sehen. Wie viel das Bestand hat, und da wage ich selber meinen Zweifel dran. Aber die Bilder sind ganz nett und können ja gerade diejenigen, die sich für Runen interessieren, inspirieren. Die Rune, die übrigens hier zugeordnet wird, ist die Lagus, die Rune des Wassers, der Gewässer, der See. Und da kommen wir doch wieder in den Bereich, was wir mit dem Stern ja verbinden, nämlich das wässrige Element im Vordergrund. So, Kirsten, das waren jetzt mal alle Bilder, die ich vorbereitet habe. Und du weißt ja, es bleibt uns ja noch eins übrig. Wir müssen orakeln. Müssen. Genau. Ich nehme heute kein Tarot, sondern ich nehme natürlich das Starseed Oracle von Rebecca Campbell und Daniel Noel. So, und ich mache jetzt auch was ganz Verrücktes. Ich nehme heute auch kein Tarot. Sondern ich nehme die Runenkarten, ja, mit diesem wunderschönen Sternensymbol im Hintergrund. Mhm, ja, genau. Und da, das sind schöne Karten. Da sind die Runen alle einzeln aufgemalt. Und ihr dürft also jetzt wählen zwischen Starseed oder Sternenrunen. Ich ziehe jetzt mal eine Rune. Das sind so ganz dicke Karten hier. Da muss ich einmal so mischen. Ich werde natürlich in diesem Falle mal das Buch zur Hand nehmen, weil ich habe mich mit diesen Karten noch nicht ausführlich beschäftigt. Ich habe aber wie findet man das denn? Aha, das ist alphabetisch. Okay. Du kannst gerne schon mal reden, Christopher. Ach, ich kann schon reden. Oh, ja. Also, ich habe diese Karte für uns gezogen, hier. Und zwar wunderschön goldleuchtend, sternenhaft, die Rune Kenas. Kenas, hier wird drunter geschrieben, the torch, die Fackel, ist die Rune des inneren Rufes, des inneren Lichtes. Passt, finde ich, gut zum Sternthema. Denn die innere Fackel, das innere Licht, mit dem wir alle geboren werden, wird darauf spielt es an. Wer diese Rune jetzt oder diese Karte hier in dem Fall mit mir gezogen hat, der wird darauf hingewiesen, dass es ein inneres Licht gibt, dem er folgen soll und nicht so viele äußere Lichter, die nur ablenken. Also nicht gleich den ganzen Sternenhimmel nehmen, sondern nimm deinen eigenen Stern. Und der leuchtet tief in deinem Inneren. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Und da möchte ich noch einmal Crowley zitieren. Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Wir werden alle mit einem inneren Stern geboren, dem zu folgen wir berufen sind. Ja, schöne Karten, Christopher. Gefallen mir gut. Ich habe die Karte, finde ich auch sehr interessant, gerade in Verbindung mit dem Stern, geerdet gezogen. Mhm. Ich hoffe, dass man das, ich mache mal hier das Licht aus, dass ihr das besser sehen könnt. Könnt ihr das einigermaßen sehen? Aha. Diese Karten sind ja alle sehr pastellig gehalten und wir sehen da eine Frau, die in so einer Traumkugel zwischen Erde und Universum schwebt sozusagen. Und unter der Karte steht,
Lernen, Mensch zu sein in der Welt, aber nicht von ihr. Also ich finde, das passt hervorragend zu dem Thema des Sternenstaubs. Sagst du es nochmal? Ja, sehr gerne. Lerne, Mensch zu sein in der Welt, aber nicht von ihr. Aha, toll. Und das hat natürlich viel mit diesem Gedanken zu tun, dass wir alle Sterne sind, wie ich finde. Ja. Oder Sternenstaub oder sonst etwas. Und hier geht, die Autoren gehen halt davon aus, dass es Starseed-Menschen gibt, weil wir eigentlich sagen müssten, dass wir alle tatsächlich Starseed-Menschen sind, auch wissenschaftlich gesehen sogar. Und sagt, dass sich diese Menschen halt sehr schwer damit tun, auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Eigentlich das, was ich heute auch über den Stern als negativen Aspekt gesagt habe. Und alle, die diese Karte gezogen haben, können sich mal Gedanken machen in den nächsten Tagen, vielleicht bis zum Vollmond. Neigst du dazu, dich eher nach den Sternen zu sehen? Oder bist du mehr dem Physischen verbunden? Und wie kannst du ein besseres Gleichgewicht zwischen beiden erreichen? Passt perfekt zum Stern, ne? Finde ich auch. Sehr schöne Karte. Und ich finde, das ist auch etwas, worüber wir alle nachdenken können. Ja, außer die Kenas gezogen haben. Die denken darüber nach, was ihr innerer Stern ist. Aber vielleicht habt ihr sowieso uns beide gewählt. Ich würde sagen, Kirsten, an dieser Stelle sind wir mit unserem Sternenlatein am Ende. Vielleicht erzählst du uns noch kurz, wann wir dich wiedersehen können in nächster Zeit. Mich könnt ihr um 12 Uhr auf YouTube erleben, gemeinsam mit meinem Ehegemahl werden wir ein Tarot unboxen. Das passt auch zum Thema, es ist das Cosmic Slumber Deck. Slumber heißt das so viel wie Schlummer? Genau. Oh je, Cosmic Schlummer. Morgen Abend mache ich natürlich wieder das Wochentaroskop. Es könnte sein, dass sich da auch mein Mann zu mir gesellt. Wir sind da noch am Diskutieren. Naja, da bin ich mal gespannt, was bei eurer Diskussion rauskommt. Also heute bei den Mantikern vorbeischauen auf ihrem YouTube-Kanal lohnt sich in jedem Fall. Bei mir ist es so, ich bin heute Abend mit der Runenwoche wieder am Start, 21 Uhr auf dem Kanal der Geheimnisakademie, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube. Und dann gibt es noch, ja, wir werden ja am, habe ich ja vorbereitet, ich bereite vor am Montag exklusiv in der Geheimnisakademie wieder die nächste Episode des mystischen Vollmond, der Blutmond. Du hast ja auf den Vollmond schon angesprochen. Das wird wieder mit Yonanda sein. Wir werden also Montagabend, 20.30 Uhr, im Rahmen der Geheimnisakademie allerdings gehen. Wer sich dafür interessiert, soll einfach mal auf der Webseite nachschauen unter mystischer Vollmond. Ansonsten, ich bin ja noch zugange mit meinen geomantischen Figuren. Da gibt es bald eine Episode. Und dann nächste Woche bin ich im Bayerischen Wald unterwegs. Ich bin mal wieder auf Reisen und Reiseleitung. Und da werde ich mich von dort aus wieder ab und zu mal im Rahmen der Geheimnisakademie melden. In diesem Sinne, liebe Kirsten, würde ich sagen, begeben wir uns, wo auch immer wir uns hinbegeben müssen. An die Arbeit. An die Arbeit oder in den kosmischen Schlummer. Und wünschen euch da draußen einen wunderschönen, ja, ein wunderschönes Wochenende. Ja, das wünsche ich euch auch. Und wir sehen uns, nächste Woche sehen wir uns gar nicht, oder Christopher? Nein, sehen wir uns nicht. Ich glaube, wir haben also die nächste Folge des Tarotgarten kommt dann in 14 Tagen. Genau. Bis dann. Das ciao. Ist schön. Ich freue mich schon drauf. Macht's gut.